Das Demonstrations- und Dialogprojekt Franz hat sich vor mehr als 3 Jahren das Ziel gesetzt, Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln und zu erproben, die die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft erhöhen oder auch erhalten. Heute möchten wir ganz besonders in diesem Symposium die Erfahrungen und auch die Ergebnisse der Forschung und der Praxis mit Ihnen diskutieren und auch einen Ausblick wagen. Wir haben die EU-Ebene, die Landesebene, die Bundesebene hier heute mitvertreten. Wir haben Vertreter wichtiger Stakeholdergruppen aus dem Umwelt- und aus dem landwirtschaftlichen Bereich, die mitdiskutieren werden. Die Förderung der Artenvielfalt ist eine große Herausforderung in der Agrarlandschaft. Und diese Feststellung, dass es nur gemeinsam geht und dann besonders erfolgreich ist, ist auch das Fundament von Franz und Grundlage unserer, auch aus unserer Sicht, erfolgreichen, sehr konstruktiven und sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit. Also am Anfang, da war eine große Bereitschaft und viel Enthusiasmus und auch viele offene Fragen, wie wir das Projekt gestalten. Also nur durch diesen intensiven Austausch konnten wir das erreichen. Diese ca. 230 Hektar Maßnahmenfläche verteilt auf 15 verschiedene Maßnahmentypen und auch erste Trends, die dann eine positive Entwicklung auf den Maßnahmenflächen und teilweise auch auf Betriebsebene zeigen. Wenn man jetzt einfach die Vogelmonitorings nimmt, sehen wir, dass eine Art wie die Feldlerche sehr schnell auch auf diese einjährigen Maßnahmen reagiert. Aber viele andere Arten, es eben doch einige Jahre dauert, bis dann auch wieder Arten festgestellt werden, die oder neu etabliert werden können, die beispielsweise im Feldvogelindikator sprechen. Was wir einerseits festgestellt haben, ist, dass die verschiedenen Franz-Maßnahmen natürlich unterschiedlich kosten. Das zeigt so ein bisschen auch die Herausforderung, vor dem man dann steht, wenn man versucht, hier eine Maßnahme umzusetzen, die ökologisch wirksam ist, die aber auf der anderen Seite auch die Rentabilität nicht beeinträchtigen soll. Und was wir in dem Monitoring beobachtet haben, ist, dass unsere Maßnahmen, wie insbesondere Extensivgetreide oder Brachen, die natürlich vorhandene Flora fördern. Und wenn der Standort gut ausgewählt ist, können diese Maßnahmen 3 bis 4-mal so viele Arten aufweisen wie in der konventionellen Kultur. Eins ist völlig klar und das ist auch eine ganz deutliche Botschaft. Wir brauchen die Landwirte. Ohne die Landwirte funktioniert es nicht. Wir brauchen motivierte Landwirte und die Motivation spielt eben eine sehr, sehr große Rolle, am Ende auch sehr anspruchsvolle Maßnahmen umsetzen zu können. Und wenn ich jetzt die letzten 3 Jahre Revue passieren lasse, muss ich schon sagen, dass viele Landwirte das Thema Biodiversität einfach auch für sich entdeckt haben. Das Wichtigste ist diese Zusammenarbeit, also Naturschutz, Betriebsberater, Begleitforschung und einfach, da waren wir einfach am Anfang auch am Küchentisch und alle machen ihre Vorschläge und das ist einfach wichtig und dadurch haben wir auch dann den Mut, dass man Sachen ausprobiert. Also Blühstreifen mitten auf dem Acker wäre vor Franz einfach, das macht man irgendwo am Rand, ne, immer an den Kanten. Und nur auf einmal machen wir Sachen einfach mitten auf dem Acker, teilen große Flächen. Und dafür braucht man natürlich auch einen finanziellen Background und das haben wir mit dem Franz. Was Franz von anderen Projekten unterscheidet, das ist diese intensive gegenseitige Rückkopplung zwischen Landwirt, Betreuerinnen und Wissenschaft. Und es ist vor allen Dingen auch dieses gegenseitige Lernen, von dem wir dabei alle profitieren. Das ist jetzt einmal der mehrjährige Blühstreifen. Im ersten Jahr ist das immer der Hammer, wenn man den ordentlich macht. Und in der Mitte ist einfach das Bild, wenn einfach diese Blütenstände über Winter stehen bleiben. Nächste Frühjahr einmal, das ist die blühende Untersaat im Getreide nach der Ernte. Was mich fasziniert hat, ist einfach, dass die Bestände so sauber sind, dass also fast kein Unkraut da ist, obwohl ich da keinen Pflanzenschutz einsetze. Und einfach, dass wir da auch die Bodenfruchtbarkeit fördern und einfach blühende Pflanzen mitten in den Kulturen haben und auch die Insekten einfach in diese Flächen ziehen. Und wir experimentieren viel. Es passieren immer noch so Sachen, Mensch, klappt nicht ganz, aber ja, Franz breitet sich auf die anderen Flächen, auf die konventionellen Flächen auch so nach und nach hier aus. Die Frage ist natürlich jetzt auch, wo wir stehen, wenn man sich die Maßnahmenumsetzung anguckt und auch Monitoring-Ergebnisse in das Ganze einbezieht. Wir brauchen eben dieses Zusammenspiel von Blütenangebot, Deckungs- und Rückzugsräume in der Agrarlandschaft. Auch der offene Boden spielt eine ganz große Rolle und ganz generell die Strukturvielfalt. Wer viel macht, kann viel falsch machen.
wenn ich nichts mache, kann ich nichts falsch machen, der ganz berühmte Satz. Und dann ist die Frage, wie wird damit umgegangen in dem jetzigen Fördersystem? Und es gibt ein sehr ausgearbeitetes Sanktionssystem. Und dieses Sanktionssystem ist aber für die meisten Landwirte einfach kaum durchschaubar. Man sollte nicht ausschließlich immer nur auf die Kostenseite schauen, sondern wir brauchen einen umfassenderen Blick, wenn wir die Biodiversität in der Agrarlandschaft stärken wollen. Und dazu gehört eben auch, dass wir das Potenzial erkennen, welches die Biodiversität für die Unternehmensstrategie bedeuten kann. Und wir müssen es schaffen, dass biodiversitätsrelevante Aspekte vermehrt auch in der Unternehmensstrategie verankert werden. Das Franz-Projekt lässt andere Landwirte aufhorchen. Wir kriegen hier oft Anrufe von Landwirten, die gerne noch mitmachen würden. Franz motiviert zum Ausprobieren. Wie schaffen wir das, ein effektives Beratungssystem für Landwirte? Wie schaffen wir das in Deutschland aufzubauen, dass jeder Landwirt die Möglichkeit hat, eine Beratung zu bekommen? Wir sind jetzt an einem Punkt in unserem Vorhaben, wo wir eben Erkenntnisse haben, was erste Erkenntnisse haben, was geht. Und es geht dann natürlich darum, und deswegen ist es so wichtig, dass die Politik hier auch so prominent mitvertreten ist, wie kriegen wir diese Dinge jetzt in den politischen Prozess eingespeist. Wir sehen ja, was in Brüssel im Moment diskutiert wird, die GAP betreffend. Das ist eine spannende Diskussion. Und in diese Diskussion müssen wir natürlich mit unseren Franz-Ergebnissen rein. Das Ziel von Franz ist es ja auch, nicht nur gute Ergebnisse zu erzielen, sondern auch diese zu übertragen in das Förderrecht, in das Ordnungsrecht, um letztlich damit auch in die Breite zu kommen. Wir sind ja im Moment in einer Phase, wo wir uns alle fragen, wie geht es in der neuen GAP-Förderperiode weiter? Und auch dort haben wir im Franz-Projekt, glaube ich, mit Erfolg eine ganze Reihe von Maßnahmen eingesetzt, die wir auch uns ernsthaft überlegen, ob sie nicht eine gute Bereicherung unserer zweiten Säule-Maßnahmen in der GAP sind. Das Franz-Projekt ist für mich eine Keimzelle, ein Nukleus, wo wir endlich on-farm, also auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, ehrlich mal über das diskutieren, was geht und was nicht geht und was es kostet. Wir werden einen Katalog von Maßnahmen haben, von denen wir sagen, funktioniert an dem Standort, funktioniert am anderen Standort nicht. Und wir werden das mit einer ökonomischen Kalkulation hinterlegen können. Sozusagen, wir machen hier Prototyping. Der Vorschlag zur nächsten GAP-Verordnung ist 2018 gekommen. In der Zwischenzeit gab es quasi eine Revolution in den politischen Prioritäten hier in Brüssel. Vorher war Umweltpolitik, Artenschutz wirklich, um ganz ehrlich zu sein, nicht oben auf der Tagesordnung. Das alles hat sich enorm verändert. Biodiversität gehört zu den existenziellen Krisen. Ich glaube, im Grunde genommen ist die Frage, wie viel Biodiversitätsschutz wir uns jetzt ja leisten, auch wenn es teuer wird. Das ist ja im Grunde eine Frage der Generationengerechtigkeit. Es ist ja die Frage, welche Agrarsysteme wollen wir unseren Kindern und Enkeln überlassen? Und deswegen ist mein Wunsch eigentlich, dass die Politik jetzt in diesen Entscheidungen, die jetzt anstehen, ob es im Bundeskabinett ist, ob es in Brüssel ist, gerade diese Praxisprojekte sehr stark jetzt berücksichtigt und mit einbezieht. Und wir werden nicht erfolgreich sein, davon bin ich fest überzeugt, wenn wir weiter über die Landwirtschaft reden, weil es eben so wahnsinnig viele unterschiedliche Strukturen und Prozesse gibt. Und jetzt zu gucken, mit welchen Tools kommen wir denn dahin, dass wir adäquat finanzieren, was an ökologischen Leistungen von der Landwirtschaft erbracht wird. Das ist für mich die eigentliche Kernfrage. Franz ist ja kein politisches Projekt, sondern ein naturschutzfachliches und ein ökonomisches Projekt. Biodiversität in der Agrarlandschaft am besten organisiert werden kann, das ist in dem Papier auch so schön formuliert, durch Nutzungsheterogenität. Die zweite Erkenntnis ist, je breiter die Maßnahmenpalette ist, umso erfolgreicher ist es und umso nachhaltiger ist auch der Effekt auf Biodiversität. Das eröffnet natürlich ein Spannungsfeld, einmal zwischen der Komplexität von Maßnahmen und der Administrierbarkeit. Ich glaube, das Franz-Projekt hat da eine sehr gute Basis geschaffen. Wir wissen einigermaßen gut, was wirksame Maßnahmen kosten. Das heißt also, Politik und Gesellschaft muss den finanziellen Rahmen stellen, um auf einer Fläche X in Deutschland, 10% wären ja dann schon über 1 Million Hektar, entsprechend eine finanzielle Absicherung zu bekommen. Ich glaube, es ist relativ einfach, die Landwirte zu begeistern. Es müssen einfach nur die Rahmenbedingungen stellen. Es muss finanziell abgegolten werden, denn wenn ich als Landwirt in einem ökonomischen Umfeld des Weltmarktes mich
befinde, dann ist es einfach so, wenn ich eine Tonne Pflanzkartoffeln nach Russland verkaufe, damit zahlt mir der russische Händler nicht einen Cent mehr, ob ich eine Biodiversitätsmaßnahme umsetze oder auch nicht. Also ich kann es über meine Produkte, die ich auf dem Feld produziere, nicht refinanzieren. Deshalb müssen wir ein Finanzierungssystem finden. Wir wollen uns ja mit einem Baukastensystem auseinandersetzen, wo Landwirte ein Menü haben und schauen können, welche dieser verschiedenen Werkzeuge in einem Baukasten werden denn genutzt, um die Biodiversität auf dem Betrieb zu fördern. Wir wollen uns ja auch mit dem Fördersystem beschäftigen. Wir wollen genau diese Frage stellen, wie viel Verantwortung sollte beim Landwirt, bei der Landwirtin künftig denn idealerweise liegen? Ich würde jetzt gerne aber den Sprung mal machen auf eine Metaebene, weil letztlich wissenschaftliches Begleiten und Monitoren und sowas, das hilft einem ja vor allem dann, wenn man weiß, wohin man will. Und das ist ja der Sprung mitten in die gesellschaftliche Debatte. Das ist der Sprung in das, was wir in den unterschiedlichen Protest- und Demonstrationsformaten die letzten 2,5 Jahre im Wesentlichen gesehen haben, wo auch Landwirtinnen und Landwirte sich zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, hey, so Leute, so geht es nicht mehr, die sich zerrieben gefühlt haben zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen, rechtlichen Erfordernissen, Anpassung an den Klimawandel und gleichzeitig der öffentlichen Diskussion. Und auf der anderen Seite die klassischen Umweltverbände, die gesagt haben, Leute, es kann es doch nicht sein, dass wir die Ziele, die wir uns da gemeinsam gesetzt haben im Bereich Nachhaltigkeit und Artenvielfalt, dass wir die nie erreichen. Und wir werden sicherlich auch darüber diskutieren müssen, und das ist gerade in der Podiumsdiskussion deutlich geworden, das Thema Finanzierung. Die GAP ist wichtig, aber sie ist nicht alles. Wir werden nicht alles über die GAP machen können, und hier innovative Finanzierungswege zu finden, das ist eine Herausforderung, der wir uns auch stellen müssen. Wir haben auch, und das nehme ich auch positiv mit, eine hohe Bereitschaft erfahren können, jetzt diese Maßnahmen auch umzusetzen und in die Breite zu bringen, sowohl auf Landesebene, auf Bundesebene und auf europäischer Ebene. Das freut uns sehr, dass diese Erkenntnisse auch mitgenommen werden und jetzt auch in die Förderpolitik auch übernommen werden, aufgegriffen werden. Ich glaube, hier kommt Franz auch ins Spiel und kann hier vieles leisten. Sicherlich wird es eine große Rolle spielen, das habe ich daraus jetzt schon mal mitgenommen, dass wir mehr Beratung bekommen und weniger Kontrolle. Das wäre sicherlich wünschenswert. Wir könnten uns darauf verständigen, die Landwirte stärker in die Eigenverantwortung zu nehmen. Wir müssen alle irgendwie sehen, dass wir unseren Beitrag leisten, als Politiker ganz besonders in diesen Tagen, aber sicherlich auch als Wirtschaft und als Verbraucher. Und damit schließt sich für mich der Kreis nochmal zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Kooperation und Partnerschaft steht hier eindeutig im Zentrum dessen, was wir brauchen. Und in diesem Sinne war das eine für mich sehr schöne Veranstaltung, und ich bedanke mich sehr herzlich.